Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Erben der Erde. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir waren jetzt hier im Heiligtum, wobei das eigentlich eher der Garten vom diesem Heiligtum aussah. Haben auf jeden Fall diese Bären gefunden und wir brauchen sowas wie Gips für den Fußabdruck. Und wir brauchen wahrscheinlich jemanden, der dann diesen Abdruck identifizieren kann. Ich mache mir gerade sehr große Hoffnungen, dass wir im Dorf zumindest mal Gips finden werden. Aber schauen wir mal. Und im Dorf kriegen wir wahrscheinlich auch eine Ersatzlinse für den Hund. Das Teleskop müssen wir bestimmt noch reparieren. Und wo ist das Dorf? Da ist eine Einzäunung. Ach, und das sind die Wege, oder? Okay. Laufen wir mal hier auf den Weg hier entlang. Oh, da können wir wieder extrem viel... Ah, da ist ein Haus. Da können wir wieder extrem viel übersehen. Ja, ich glaube, wir müssen von der anderen Seite irgendwie hinkommen. Ah, da geht's doch rein. Ha, sehr schön. So, wer bist du? Ja. Welches Dorf ist das hier? Das ist das Dorf der Frettchen und die Heimat der Handwerkergilde. Aha. Nun, dann entschuldige bitte die Störung. Guten Tag. Okay. Guten Tag. Darf ich euch meine Glaswaren vorführen? Nein, danke. Da können wir die Linse reparieren, denke ich. Nicht gerade feines Leinen, aber brauchbar. Ein ganz normales Fenster. Das ist ein Blasebalg. Ganz gewöhnliche Glasarbeit. Nichts Fantasievolles. Hey, das bin ich. Nett. Wirklich nett. Deine Glaswaren sind sehr schön, aber es sind Informationen, die ich brauche. Informationen? Dies ist kein Auskunftsbüro. Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann schlage ich vor, dass ihr weiterzieht. Ja, nett. Er ist so konzentriert. Ich fürchte, dass er nur über Kohle reden würde. Ja, okay. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Das brauchen wir hundertprozentig, um die Linse da wieder zu reparieren. Aber erst halt später. Oh, nimm mal so ein Kissen mit. Kissen kann man immer gut gebrauchen. Die gehören mir nicht. Er ist wirklich kein Dieb. War das ganze Dorf schon? Weil ich habe den Eindruck, wir wären jetzt wieder draußen. Okay. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ging es ja auch noch weiter, oder? Wenn wir jetzt hier lang gehen. Ist aber auch nur... Ah, hier ist was anderes. Guten Tag. Kann ich euch helfen? Nein, wir schauen uns nur um. Danke. Dann schaut mal schön. Ich schaue euch jedenfalls so lange an, bis ihr etwas kauft. Lasst euch Zeit. Okay, was haben wir denn da? Wir haben einen Spaten da. Gute Wahl, die ist noch billiger als die andere. Nur eine ganz normale Holztheke. Ich will die Holztheke kaufen. Hast du Gips?
Nein, ich liebe ihn, deshalb habe ich so viel davon. Verstanden? Du fragtest, ja. Hast du Gips? Ich sagte, ich liebe ihn. Das war ein Witz. Ja. Sehr spaßig in der Tat. Lass mich das anders formulieren. Kann ich hier Gips bekommen? Brich dir einen Arm und geh zum Arzt. Dann kriegst du einen Gips. Verstanden? Das war ein Witz. Du fragtest nach Gips. Ich weiß, was ich gefragt habe. Okay, okay. Ich liebe ihm gute Witze. Ich kann mir einfach keine Gelegenheit entgehen lassen. Natürlich habe ich Gips. Ich habe großartigen Gips. Schnell trocknend, super hart, der beste auf dem Markt. Kostet nur 15 Goldstücke pro Sack. Na gut, also, es war also nicht verkehrt, dass wir ja die Münzen, also unsere Silbermedaille gegen Münzen umgetauscht haben. Jetzt brauchen wir sie nämlich. 15 Goldstücke, was? Gerade genug für einen Sack Gips. Wie klingt das? 15 Goldstücke? Warum so teuer? Hey, das Zeug ist nicht billig, weißt du? Mein gutes Frettchen. Du und ich, wir wissen beide, dass die Gewinnspanne bei Baustoffen sehr hoch liegt. Könntest du keine Ausnahme machen und den Preis für einen Sack senken? Auf wie viel? Vielleicht auf 7 Goldstücke? 7 Goldstücke? 7 Goldstücke? Das ist der beste Witz seit Wochen. 7 Goldstücke. Offensichtlich ist dieses Frettchen nicht in der Stimmung zum Handeln. Ich glaube nicht, dass wir das Gips woanders herbekommen. Und ich glaube auch nicht, dass es mit dem Tauschhandel oder mit Einschüchtern irgendwas gibt. Ein Sack Gips, bitteschön. Ich glaube, das bringt nicht wirklich was. Stahlnadel. Nicht gerade das Nützlichste, das ich mir vorstellen kann. Nicht sehr unterhaltsam. Okay. Ich glaube, dann sind wir hier fertig. Ein recht starkes Seil. Können wir den Gips mit dem Eimer benutzen, weil wir brauchen ja auch noch Wasser. Ha, sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch Wasser dafür. Ich glaube, den können wir wahrscheinlich beim Springbrunnen dann bekommen. Okay, gibt's sonst noch irgendwas? Vielleicht hier draußen? Okay, das ist neu. Interessantes Wandgemälde. Als Kinder haben wir damit gespielt. An den Ziegelsteinen ist absolut nichts Ungewöhnliches. Können wir die mitnehmen? Zumindest einen kannst du doch mitnehmen. Ich trage doch schon so viel. Du tragst gerade mal 4 Sachen. Was ist mit dem Spatel hier? Ein schöner Standardeimer. Nö, da ist noch frische Farbe am Griff. Ah, wir haben ja zum Glück schon Dings. Okay, dann war's das wohl hier. Aber immerhin, es sieht mal ein bisschen anders aus als die anderen. Da haben wir auch nochmal ein Haus. Ah, vielleicht finden wir ja doch noch irgendwas anderes, wie zum Beispiel das hier. Das ist ein großer Tisch. Das muss das Emblem der Handwerkergilde sein. Das ist eine Säge. Wetten, die nimmst du nicht mit. Sie ist an der Wand befestigt. Und die andere? Sie ist an der... Okay. Ansonsten können wir hier anscheinend auch nichts machen. Wir hätten Feuer da, die Sägen. Und da kommen wir, glaube ich, wieder raus. Okay. Was ist hier drin? Wenn es nicht immer so ewig lang dauern würde, bis man wieder aus dieser Gebäude rauskommt. Ich hopp. Hast du irgendwie was jetzt Neues gesagt gehabt? Ich hoffe, dass wir mit diesen Frettchen weiterkommen. Das sehen wir doch schon. Okay, dasselbe wieder. Mit diesem halbfertigen Haus. Und da waren wir ja schon. Richtig? Ja, genau. Hier waren wir schon.
Gibt's da noch weitere Häuser? Auf jeden Fall gibt's wieder viele, viele Felder. Bleiben wir mal weiter auf der Straße. Ich hoffe, die führt uns noch zu weiteren Häusern, die wichtig sind. Sowas wie eine Spurensuche oder so habe ich jetzt auch nicht gefunden. Also jemand, der sich damit auskennt. Ja, toll, und da hört die Straße auf. Ich glaube, das war's wohl. Wenn wir nicht irgendwie wieder was übersehen haben, war's das wahrscheinlich. Da kann man wirklich extrem viel übersehen. Vor allem, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Arg. Da waren wir schon. Das ist dann das Haus, wo die Glasbläser sind. Halt mal, das war mal, da waren wir noch nicht drin, glaube ich, oder? Scheint aber auch nichts drin zu sein. Was ist mit dem Haus hier? Also das Haus der Frettchen ist, da sind sehr, sehr viele drin, die gerade frisch gebaut sind und die Inneneinrichtung noch nicht fertig ist. Ah ja, das war der Glasbläser. Aber da waren wir, glaube ich, auch noch... Oder waren wir da schon drin? Das Blöde ist, man erkennt es hier nicht wirklich, ob da was wirklich Wichtiges drin ist. Beim Glasbläser könnte man sagen, das hätte man erkannt. Aber bei dem Händler, das sah ja aus wie ein ganz normales Haus. Ja, und das war es anscheinend vom Dorf. Okay. Ah, das ist auch eine Sackgasse. Kommen wir wahrscheinlich tatsächlich nur an der einen Stelle raus, wo wir reingekommen sind. Oh je, die wieder zu finden. Ich glaube, irgendwo hier auf der linken Seite jedenfalls. Ja, da war's. Also, dann schauen wir mal, ob das mit dem Gipsabdruck hilft. Dann sind wir wenigstens ein bisschen weitergekommen. Und dann haben wir noch die Höhle hier zum Anschauen. Vielleicht findet man ja einen Spurenleser in der Höhle drin. Bildnismensch oder irgend sowas, wo sich mit so Spuren auskennt. Die haben ja alle nichts zu sagen, oder? Ja, die haben alle nichts zu sagen. Die sagen ja alle nur, ich bin so spät, lasst mich in Ruhe und so weiter und so fort. Ob wir denen eine Uhr irgendwie geben könnten? Dazu müssen wir aber erstmal eine haben. So, der Abdruck. Halt, wir brauchen erst noch Wasser. Mal sehen, ob das geht mit dem Springbrunnen. Sieht gut aus. Nun sollte ich ihn benutzen, bevor er vertrocknet. Alles klar. Vor allem, wir haben ja nicht weitere 15 Gold für einen weiteren Sack Gips. Vielleicht hättest du nicht den ganzen Gips nehmen sollen. Hier war's. So, benutze feuchten Gips mit Fußabdruck. Perfekt. Dann seid ihr jetzt wieder ein bisschen in der, naja, kommen wir doch hin? Ja, doch geht. Der Gipsabdruck ist ganz schön schwer. So. Ich hoffe, dass wir den passenden Fuß dazu finden. Jetzt müssen wir den Fuß finden. Immerhin, jetzt haben wir was. Vielleicht kann uns ja jemand helfen. Wie gesagt, im Dorf schien es niemand zu geben, aber in der Höhle waren wir noch nicht. Vielleicht gibt es da ja jemand, der uns helfen kann. Und die Bären, das wäre ja auch so ein, so ein Hinweis. Aber wer kann uns da helfen? Mit so Bären. War auf dem Jahrmarkt jemand? Nicht, dass ich mich dran erinnere. Gehen wir mal in die Höhle.
Vielleicht klärt sich da ja unsere ganzen Fragen auf. Mit den Bären und den Gipsabdruck. Ist jedenfalls der letzte Ort, wo wir noch nicht gewesen sind. Oder wir haben natürlich extrem viel übersehen. Das ist ja auch möglich. Ich hätte eigentlich jetzt gedacht gehabt, dass wir in die Höhle rein müssen, um dieses Gebiet zu verlassen. Wo sind wir jetzt hier gelandet? So viele Regeln habe ich nicht mehr gesehen, seit ich in der Schule war. Guten Tag. Tag ist es. Gut ist er nicht. Wir brauchen Informationen. Welche Art Informationen? Erzähl mal die Geschichte der Ratten. Mich interessiert die Geschichte der Ratten. Was kannst du mir darüber erzählen? Ich habe keine Zeit für eine Geschichtsstunde. Da solltest du besser einen Termin mit einem unserer Historiker machen. Historiker? Ganz genau. Wir Ratten sind eine der wenigen Stämme, die ihre Geschichte kennen. Denn wir führen seit längst vergessenen Zeiten Aufzeichnungen. Dann seid ihr eine der älteren Rassen? Das ist richtig. Nach der Legende sind wir die erste Rasse, die von den Menschen unterrichtet wurde. Das mag auch der Grund für unsere ausführlichen Aufzeichnungen sein. Habt ihr denn auch Aufzeichnungen über den Kontakt zu Menschen? Ah, Aufzeichnungen über die Menschen. Diese Aufzeichnungen sind sehr ungenau. Dort steht, dass die Menschen unsere Ahnen in Käfigen gehalten haben, während sie ihnen das Geschenk verliehen. Das Geschenk? So nennt unser Volk das Verleihen von Selbstbewusstsein an die Tiere. Und was passierte, nachdem ihr das Geschenk erhalten hattet? Die Details sind nur skizzenhaft. Anscheinend arbeiten unsere Ahnen bei den Menschen in einer Art Anstellungsverhältnis. Auf jeden Fall brachten sie uns das Sprechen und auch das Schreiben bei. Eure Ahnen waren Diener der Menschen. Diener? Natürlich nicht. Wir sind keine Diener. Wir haben ihnen auf einer gewissen Ebene bei wissenschaftlichen Experimenten geholfen. Oh je. Waren die Ratten und die Menschen also gute Verbündete? Nicht ganz. Obwohl einige der Menschen mit uns arbeiteten, hatte der Großteil ihrer Rasse schlimme Vorurteile gegen uns und fürchtete uns. Sie verjagten uns oder brachten uns um, wenn sie konnten. Sowohl verwandelte als auch nicht verwandelte Ratten. Einige hassten uns so sehr, dass sie sogar Fallen aufstellten, um uns zu fangen. Was unternahm dein Volk dann? Was wir tun mussten, um zu überleben. Wir setzten uns ab und bauten Wohnhöhlen unter der Erde, damit uns keiner mehr etwas anhaben konnte. Und wir setzten unseren Lebensstil fort, selbst als die Menschen verschwanden. Und du glaubst an diese Legenden? Ich glaube, dass alle Legenden teils Fakt und teils Fiktion sind. Da könnte was dran sein. Was ist, das wissen nur unsere Ahnen. Heißt ja auch, dass jedes Märchen oder jede Legende oder so einen gewissen Grad an einen wahren Kern hat oder so selbst. Nochmal nach der Geschichte der Rattenfragen bringt, glaube ich, wahrscheinlich eher nichts, oder? Wir machen mal die anderen Themen. Und dein Job ist es, diesen Eingang zu bewachen? Nein, nein! Ich bin nicht nur ein einfacher Wächter. Es gibt mehrere von uns, die sich abwechseln, auf den Eingang aufzupassen. Meine Hauptaufgabe ist es jedoch, aufzupassen, dass unser Handel mit anderen Stämmen gleichmäßig verläuft. Okay. Womit handeln die Ratten hauptsächlich? Wir handeln hauptsächlich mit Informationen. Alle Talente, die wir haben, kommen aus den riesigen Lagern mit aufgezeichnetem Wissen. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht, um rauszukriegen, was das für ein Fußabdruck war oder was das für Bären sind. Wenn die tatsächlich so Informationen haben? Wie hast du diesen Job bekommen? Das ist ein Geschäft, das von meinem Vater und davor von seinem Vater übertragen wurde. Dann machst du das also schon recht lange. So lange, wie ich mich erinnern kann. Mein Vater nahm mich immer hierhin mit, als ich noch jung war, und lehrte mich alles über dieses Geschäft. Magst du deine Arbeit? Mögen? Mögen? Was ist das für eine Frage? Das ist mein Job. Das ist, was ich zu dieser Gesellschaft beitrage. Meine persönlichen Vorlieben haben damit nichts zu tun.
Okay, was haben wir sonst noch? Die Gesellschaft. Erzähl uns mehr über deine Gesellschaft. Ah, okay, das ist das hier. Frage nach der Gesellschaft der Ratten. Erzähle uns von deinem Volk. Zum einen möchten wir in Ruhe gelassen werden. Wirklich? Warum denn das? Weil wir uns sonst zu viel mit nutzlosem Trash aufhalten. Deshalb wird der Kontakt zu anderen Rassen gewöhnlich auf das Nötigste beschränkt. Aber da waren doch einige Ratten auf dem Rätselwettbewerb. Tatsächlich war es sogar eine Ratte, die mich besiegte. Das ist wahr. Wir scheinen eine große Begabung für Rätsel zu haben. Deshalb genießen viele jüngere Ratten es, hinauszugehen und bei solchen Gelegenheiten mit anderen Stämmen Kontakt aufzunehmen. Das ist jedoch nur eine Phase und dauert in der Regel nicht sehr lange. Ah, okay. Sie kehren schon bald darauf zu unserem abgeschiedenen Lebensstil zurück. Was macht ihr so, um euch zu vergnügen? In unserer Freizeit betätigen wir uns auf intellektueller Basis. Spiele, Rätsel, Anagramme und dergleichen. Zur körperlichen Ertüchtigung machen wir Wettrennen und spielen Verstecken. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich muss mich wieder um meine Arbeit kümmern. Nach den Anführer haben wir noch nicht gefragt, aber... Es ist schon spät. Gut. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Was auch das immer. Machen wir beim nächsten Mal. Das ist ganz gut, dass wir hier auf eine Pause machen können. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier tatsächlich Informationen über die zwei Sachen hier bekommen. Aber schauen wir mal. Vielleicht auch nicht und vielleicht müssen wir hier irgendwie was anderes erst machen. Na gut, wie dem auch sei. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Bis dahin, macht's gut und tschüss.